So, ihr Lieben, letztes Türchen. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Wir gucken mal. Oha. Okay. Hier. Sieht aber nicht aus, als ob wir das ausschneiden müssen, sondern eher, als ob wir die alle ausschneiden müssen. So, 24. Dezember, fröhliche Weihnachten. Nicht weit hinter dem Höhleneingang führt euch der Weg vom Fluss fort. Durch Schächte in der Höhlendecke ist euer Weg in ein zauberhaftes Licht getaucht. Der Weg macht eine Biegung und ihr steht plötzlich vor einem riesigen Haufen Geröll, der das Weiterkommen unmöglich macht. Oh nein, jammert Aurora, soll das jetzt das Ende sein? Es gibt ganz bestimmt eine Möglichkeit, wie wir weiterkommen, beschwichtigt sie Sean. Wenn ich Magier wäre, wüsste ich schon, welchen Zauberspruch ich mal versuchen würde. Bombarda. Wingardium Leviosa. Keine Ahnung. Akio. Du siehst dich aufmerksam um und entdeckst eine Wandnische, in der verschiedene Gegenstände aufgestellt wurden. Dabei liegt ein Hinweis. Bringe uns in die richtige Ordnung. Bei deiner weiteren Untersuchung der Nische findest du feine Risse im Gestein und außerdem ein Kästchen, in dem genau 4 der Gegenstände Platz zu haben scheinen. Ich glaube, hier ist eine Tür. Informierst du deine Freunde. Ich hätte gesagt, Akio bei 4 oder ACIO. Aber wir haben ja nur die Buchstaben. Oh, und hier sind die Gegenstände. Die schneiden wir dann quasi aus. Und kleben sie, denke ich mal, hier irgendwo rein. Wo ist denn die letzte? Wo ist denn die letzte geschlossene Tür? Ja. Gut, ich werde diese hier wohl ausschneiden müssen. Und die hier unten drauf tun. Das wird jetzt eine Ecke dauern. Kreise ausschneiden ist ja quasi meine große Spezialität. Was mir gerade aufgefallen ist, ich muss ja hier schneiden. Und ich habe die ganzen Gegenstände zerschnitten. Finde ich ja ehrlich gesagt nicht so schön jetzt. Und vor allen Dingen, hier sieht es ja so aus, als ob ich die wirklich draufkleben muss. Aber die haben halt hier keine Kreise. Ich glaube, die haben wieder total fehlgedruckt. Und ich glaube, das geht jetzt so richtig dolle schief. So, ich habe mir jetzt nicht allzu viel Mühe gegeben beim Schneiden. Das ist ja hier auch kein Wettbewerb. Das Problem ist eher, dass ich glaube, die Buchstaben bzw. das hier müsste alles 1 Zentimeter nach oben. Ja, also ich glaube, jedes dieser wirklich schönen Gegenstände gehört in einem von diesen Buchstaben, sind allerdings verschoben. Naja. So, also das langsamste nicht zu Hause ist eine Schnecke. So, und jetzt muss ich gucken, ob ich bei irgendwem noch ein Stück Schneckenhaus finde. Das sind die grünen, wa? Das hier. So, das ist also ein D. Ein D. Dann mineralisches Wunderwerk. Vermutlich das, wobei ich weiß nicht, was das hier ist. Also warten wir erstmal ab. Nicht Pflanze, nicht Tier und dennoch belebt. Pilz? Hä? Versuchen wir das nächste. Schuppe eines feuerspeienden Ungetüms. Was davon sollte eine Schuppe sein? Das da? Gut, lassen wir das. Der Frühling erwacht, das Leben beginnt. Wahrscheinlich die Blume. Weiß ich nicht. Wie ein Phönix aus der Asche. Das hier soll wahrscheinlich eine Phönixfeder sein, behaupte ich jetzt. Und das wäre dann ein N. Kostbare Kraftwerke der Natur. Pilz? Weiß ich nicht. Eine magische Hülsenfrucht. Das ist dann die Bohne. Die Bohne ist das hier.
du, sagen wir mal, das O. Ich würde sagen, das ist die Drachenschuppe. Und das ist das hier. Ja. Das ist dann hier das C. Genau, nur was hier rauskommt. Dann ist das hier das mineralische Wunderwerk. Das wäre... Ach nee, das ist hier unten. Dann das hier, wa? Genau, mineralisches Wunderwerk. Das ist ein E. Frühling erwacht wird dann diese Blume hier sein. Das ist ein E. So, das Kraftwerk ist der Pilz. Das ist das hier. Das ist ein S. Und das hier in der Mitte, das D, das hat hier quasi, das berührt nichts. Und da hätten wir jetzt Det Kenso. Ich glaube, Des Kenso. Eine Pflanze, nicht Tier und dennoch belebt. Was war denn das S? Nicht Pflanze, nicht Tier und dennoch belebt. Dann wäre das ja der Pilz. Und das Kraftwerk. Ich kenne eigentlich Det Kenso. Det Kenso? Des Kendo. Ja, von Des Kendere oder so. Und das Kraftwerk der Natur wäre dann das, wo das D draufsteht, also. Aber das ist ja das Blatt, das ist ja kein Kraftwerk. Wobei, wenn das Blatt kaputt geht. Wir haben jetzt also Det Kenso. Jetzt ist meine Schere runtergefallen. Ich hoffe, die brauche ich. Ach doch, die brauche ich. Hä? Okay. Aber wie gibt mir das vier Buchstaben, die ich vorne auf der Tür brauche? Ich gucke jetzt hinten nach. Verstehe ich nicht. Tipps. Das ist der Tipp von diesem komischen Hardings. Das hier. Schneide alle 8 Kreise aus und sortiere die Zutaten anhand der kurzen Beschreibung an die richtige Stelle. Ja, das funktioniert ja schon mal nicht, weil die Zutaten nicht auf der Rückseite sind. Drehst du dann alle Kreise um und geben sie einen Zauberspruch. Wie gesagt, das ist schon mal schwer lösbar. So, und die Lösung? Doch, die Buchstaben ergeben den Zauber des Kendo. Nimm die 4 bunt markierten Buchstaben mit auf das Türchen. Ach, es gibt Buchstaben, die bunt markiert sind? Die sind noch nicht bunt markiert. Ich hebe erstmal meine Schere auf und dann reden wir dann nochmal drüber. So, dann nehmen wir uns hier nochmal den schönen Ravensburger Kalender. So, wir nehmen mal den Ravensburger Kalender einfach als Unterlage. Und dann gucken wir uns hier mal die Buchstaben an. Sie sind alle rot. Wo seid ihr denn? Sie sind alle rot. Ich meine, die haben jetzt leicht unterschiedliche Töne. Das liegt halt daran, dass... So, und hier sind auch alle rot umrandet. So, und hier hinten gibt es auch keine Markierung. Also diese 8 Gegenstände, die waren alle bunt. Und hatten keine spezielle Markierung. Und hier vorne gab es auch keine spezielle Markierung. Ach so, vielleicht auf dem
Vielleicht auf dem Ding hier mal. Also D-E-E-N. Die sind tatsächlich bunt. Gut, dann nehmen wir jetzt ein D. Das ist, glaube ich, das Falsche. Ist ja wurscht. E. E. Und N. Und bilden daraus Eden. Nee. Doch, E ist blau. Das fängt also an. Da können wir uns hier ein E reinschreiben. Machen das mal hier ein schön. Können wir ein E reinschreiben. Dann haben wir... Ach nee. Das zweite ist orange. Ende. Nee. Das hier ist dieses grün-gelb. E. Und das ist blau. Oder? Ja, eh nicht. Ist so. Das ist orange. Das ist gelb. Das ist das dunkle Blau und das ist dieses Helltürkis. Das Lösungswort lautet Enid. Und ich glaube, das dürfen wir jetzt noch aufmachen. Kann das sein? Ich habe ja gerade Türchen Nummer 24 gelesen. Also lese ich jetzt weiter. Ich bin immer irritiert, wenn ich zwei Türchen an einem Tag öffnen darf. Also hier steht definitiv nicht Ende, weil die Farben nicht übereinstimmen. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ja. Steht nicht da. So, hier steht aber Ende. Ich überprüfe das. Ich muss es, glaube ich, nochmal überprüfen mit den Farben. Ich komm damit überhaupt nicht klar. Oder gibt's eine Lösung dafür? Nee, ne? Start. Hier gehören vier Buchstaben. Lösungen. Hier gehören die Buchstaben I, N, D und I, also Ende. Steht so in der Lösung. In der Lösung steht, dort muss Ende stehen. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. So, und das Lösungswort war ja nun wirklich Deskendo. Deskendo, sage ich doch. Deskendo. Das ergibt nämlich für mich mehr Sinn. Allerdings, das heißt, die Buchstaben schon weggemacht, dann ist halt kostbare Kraftwerke der Natur sind Blätter und nicht Pflanze, nicht Tier und dennoch belebt ist der Pilz. War doch so, oder? Ich dachte, der Pilz ist eine Pflanze. Ist das was anderes? Naja, wird schon so sein. So, ändert aber nichts, weil die zwei Buchstaben nehmen wir ja nicht mit. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Also, wir haben orange, ist ein N. Wir haben gelb-grün, das ist ein E. Und dann haben wir hier so ein Mintgrün. Und blau. Blau ist ein E. Das ist blau. Mintgrün ist ein D. Das ist mintgrün. Das Lösungswort heißt Enid. Deskendo. Das Lösungswort heißt Enid. Schreibt mir in die Kommentare, falls ich einen Denkfehler habe. Ich habe heute keinen guten Tag. So, also. Abschluss jetzt.
Mit einem lauten Krachen öffnet sich die Tür im Gestein, nachdem ihr die vier wichtigen Gegenstände in das Kästchen gestellt habt. Dahinter kommt ein weiterer. Ich hätte ja geschrieben, nachdem ihr die wichtigen. Ist egal, ist egal, ist egal. Dahinter kommt ein weiterer Gang zum Vorschein, dem ihr folgt. Schon nach wenigen Metern wird es immer heller und ihr erreicht den Ausgang der Höhle. Um euch herum sind nur wenige Bäume. Wahnsinn, der Waldrand, ruft Aurora begeistert aus. Apropos, wenn am 21. erst Weihnachten, Winter anfängt und sie im Herbst losgelaufen sind, dann waren sie wirklich 24 Tage unterwegs. In diesen 24 Tagen haben sie nur einmal Schokolade gegessen. Ich prangere das an. Und tatsächlich hinter den Bäumen öffnet sich die Landschaft und ihr habt Blick auf weite, offene Weiden. Und ein gutes Stück entfernt, aber gut zu sehen, ist das Dorf, aus dem ihr kommt. Gemeinsam bleibt ihr am Waldrand, wie angewurzelt, stehen und lasst euren Blick über die Wiesen schweifen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich freuen soll, sagt John schließlich. Dieses Abenteuer waren das Beste, was ich je erlebt habe. Dieses Abenteuer waren das Beste. Also entweder diese Abenteuer oder dieses Abenteuer war das Beste, was ich je erlebt habe. Also, die Fälle hauen halt nicht zusammen. Auch du bist hin und her gerissen zwischen der Freude, einen Ausweg gefunden zu haben, und der Wehmut darüber, dass der Alltag ab jetzt deutlich langweiliger ausfallen dürfte. Eine Weile steht ihr schweigend nebeneinander, bis Aurora sagt: Seht es doch mal positiv. Zu Hause können wir uns erstmal die Bäuche richtig vollschlagen. Nach 24 St Tagen würde ich das auch machen. Und der Wald läuft ja nicht weg. Wir können jederzeit wieder neue Abenteuer erleben. Da hat Aurora natürlich recht. Wenn du es dir genau überlegst, findest du auch die Aussicht auf eine Nacht im eigenen Bett gar nicht so schlecht. Also, ich habe nächstes Wochenende wieder Zeit, sagst du, und die Anspannung fällt voll in euch allen ab. Fröhlich lachend macht ihr euch auf den Heimweg. So, das war's. Jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und sie sind wieder da. Das Ende ist tatsächlich fast, wie ich es erwartet hatte, total belanglos. Also ja, sie haben ein bisschen was erlebt. Komische Sachen. Sie haben ein Klo gefunden, sind aufs Klo gestiegen. Dort war die Frau mit dem Flickenhut. Sie haben das Wort Enet geschrieben. Sie haben eine große Spinne nicht gesehen und sie haben einen großen Drachen nicht gesehen. Und am Ende gehen sie halt einfach nach Hause. Ich hätte wenigstens ein Zauberzertifikat verteilt oder irgendwie. Weiß ich nicht. Es ist halt ziemlich ernüchternd. Von dem Fehler dort mal ganz abgesehen. Ich bin ja immer am Überlegen, ob ich so einen Verlag nicht anschreibe und sage, soll ich mal euer Rätsel testen? Können wir da mal drüber reden? Ist das irgendwie vermessen? Ich weiß es nicht. Scharf war jetzt an Türchen 24 auf jeden Fall, dass ich diese Buchstaben ausgeschnitten habe und hinten drauf nicht die Dinger waren. Vielleicht sollte ich Riva tatsächlich anschreiben und ihnen das mal sagen. Und gleich noch auf den Rechtschreibfehler drauf hinweisen. Einfach nur so. Aber drucken die denn nochmal neu? Weiß ich nicht. Naja. Ja, das war jetzt der Riva-Kalender. Mit Harry Potter-Thema ein bisschen. Ich meine, es ist inoffiziell, das heißt, sie gehören nicht zum Franchise, die müssen sich zusammenreißen, was sie benutzen dürfen. Das ist schon alles klar, es ist okay. Ich hätte es jetzt nicht ab 12 gemacht. Also die Aufmachung und die Bilder, würde ich sagen, ist eher was ab 10. Und für die Rätsel muss halt Mama oder Papa oder Oma oder die große Schwester mal zugucken. Das ist okay. Es kommt meines Erachtens jetzt nicht so viel Frust auf wie beim Ravensburger Kalender, der ab 10 ist. Obwohl der wunderschön ist, ne? Also der hier kann von der Aufmachung dem Ravensburger Kalender natürlich null das Wasser reichen, aber den Ravensburger habe ich auf dem Kieker. So, nächstes Jahr werde ich definitiv kein Riva mehr machen. Ich habe jetzt zwei ausprobiert, letztes Jahr mit diesem Entkomme aus dem Eis da und dieses Jahr, und ja, ich brauche das nicht nochmal. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen besonderen Kalender habt, den ihr nächstes Jahr sehen wollt, also von einer besonderen Firma, ansonsten kriegt man noch keine Vorschau. Und ihr könnt euch sowieso generell melden, falls ihr irgendetwas seht,
wo er sagt, er möchte, dass ich das gerne mache. Auch generell irgendwelche Escape Games. Ich habe ja noch einige hier auch liegen. Tja, und ich muss mich nächstes Jahr einfach umschauen, was es da noch so gibt. Ich werde bestimmt wieder einen Ravensburger Kalender machen. Ich weiß bloß nicht, ob ich nochmal zwei mache. Ich hatte jetzt auch gesehen, es gibt einen für Sechsjährige. Da würde ich tatsächlich gerne mal rangucken, was Ravensburger so für Ideen hat für Sechsjährige. Muss ich tatsächlich sagen. Das macht mich ein bisschen an, die Idee. Ansonsten für Rätselfans wie euch ist das dann wahrscheinlich nichts, aber einfach mal gucken, was es da sozusagen gibt auf dem Markt. Das finde ich sehr spannend. Und Kosmos auf jeden Fall. Ja, der Kosmos, der muss. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich mir wieder einen Kalender von Topfrech nehme. Auch wenn die manchmal auch mit dem Schneid nicht so exakt gedruckt sind und so, aber erstmal gucken. Ich muss ja dieses Jahr drehen. Mal gucken, ob ich dann nächstes Jahr auch noch sage, ich mache einen. Ja, und wirklich mega, mega, mega gespannt bin ich jetzt erstmal auf Ars Edition, weil ich da halt noch nie eingespielt habe. Was wir uns nächstes Jahr überlegen können von Cosmos, die haben ja auch diese Bücher. Da hatte ich vor vielen, vielen Jahren mal eins gespielt, aber ich glaube, das war eins der ersten, das auf den Markt kam. Das hat mich nicht ganz so überzeugt, aber damals hatte ich auch nicht so die Rätselerfahrung. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt ein bisschen klüger anstellen würde. Ich habe ein Cosmos Exit Buch bestellt. Das kommt im Laufe des Oktobers. So ein bisschen Gruselfaktor. Ich glaube, die Frau im Nebel oder irgendwas. Das drehe ich euch irgendwann ab. So. Und ja, da werde ich aber sicherlich nicht einzelne Türchen machen. Aber vielleicht mache ich davon nächstes Jahr mal ein. Das wäre natürlich eine Idee. Anstelle von dem hier. Ob ich wieder sechs Kalender mache, wie ich es dieses Jahr vorhabe, weiß ich nicht. Vielleicht wären es auch nur vier oder fünf. Da werde ich einfach mal gucken, wie es mir dieses Jahr damit geht. Und ja, weil ich aber dieses Jahr arbeite ich ja nur 70%. Und nächstes Jahr möchte ich auch maximal 70% arbeiten. Vielleicht kann ich es mir leisten, noch ein bisschen runterzugehen. Allerdings muss ich den Antrag bis Januar stellen. Das heißt, ich muss bis Januar wissen, ob ich nächstes Jahr über meine anderen Sachen, vielleicht im Self-Publishing was veröffentlichen, Verlagsvertrag, YouTube, ob ich irgendwo ein bisschen Geld zusammenkriege, sodass es sich lohnt, auf 60% runterzugehen. Das würde ich ja schon gerne machen, damit ich einfach für meinen anderen kreativen Content und was ich so alles für Ideen habe mit meinem Leben, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich dann mit dem Job noch ein bisschen runtergehen kann. Aber das muss man sich halt leisten können. So, dann davon hängt auch ein bisschen ab, ob ich euch wieder so viel abdrehen kann, wie ich dieses Jahr noch vorhabe. Denn ich habe jetzt drei Kalender hinter mir und noch drei Kalender vor mir. So, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Und ich verabschiede mich heute damit erstmal von euch und versuche das jetzt erstmal noch zu verdauen mit den Dingern, die wir ausgeschnitten haben. Und die so nicht hingehauen. Bis dahin. Tschüss.